Hallo Leute, und es geht weiter mit Dracula, tödliche Liebe. Leider habe ich diesen Part schon mal aufgenommen gehabt und habe dann am Ende festgestellt, dass ich, dass meine Platte wieder mal voll ist. Ich vergesse mich gerne mal, dass ich das Spiel in 1080p aufnehme und das kostet dann immer ein bisschen mehr Speicher auf einmal. Und da hatte ich mich verschätzt und dann dachte ich so, okay, da war eh schon Schnitt drin und so. Ja, dann spiele ich das ganze Spiel eben nochmal von vorne. Deswegen sage ich das jetzt auch nur, weil man kriegt ja auch immer so Auszeichnungen und so, und wenn da am Ende dann irgendwas zusammengerechnet wird, was wir uns dann zusammen anschauen am Ende, und das haut dann nicht mit dem hin, was ihr eigentlich gesehen habt, dann liegt das vielleicht daran, weil das jetzt ein neues Profil ist und ich bis hier neu gespielt habe. Es müsste jetzt ja eigentlich aber der Stand der Dinge sein, den wir zuletzt hatten. Ich habe die Spionen erledigt und wir gehen jetzt an diese Truhe. Ja, ich weiß jetzt natürlich, wie es geht, was gar nicht schlecht ist, weil wir haben jetzt hier drei Kreise und mehrere Zahlen und die kann ich drehen und ich finde solche Rätsel immer total blöd. Aber es muss sein und ich habe halt echt in der letzten Aufnahme, die ja jetzt weg ist, da habe ich jetzt wirklich lange so gedacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dass es halt wirklich einmal so rumgeht. Nee, 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 es fängt hier an, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so sieht's aus. Und das werde ich jetzt mal versuchen. Wie auch immer es das letzte Mal lief, das spielt keine Rolle, weil ich muss ja jetzt eh alles nochmal machen. Und wie gut ich das hinbekomme, ja, das müssen wir dann mal gleich gucken. Hier mache ich jedenfalls die 3 hin. 1, 2, 3 und die 4 soll rüber. Und die 6 soll rüber. Das ist die 5, 1. Was wollte ich jetzt eigentlich? 1. Da muss die 2 rüber. Das ist ja auch blöd. 2. Die 3 kann dahin. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Genau andersrum müssen die Zahlen sein. Das ist immer so eine Sache. Die 6 ist ganz gut da eigentlich. Die 5 kann da natürlich bleiben. Oder auch nicht. Moment. Muss ich mal überlegen. Die 2 muss ja auf jeden Fall wieder dahin. Oh, oh, habe ich es geschafft? Nee. Doch, habe ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, super. Also das ging jetzt wesentlich, wesentlich, wesentlich schneller als in der vorigen Aufnahme. Da bin ich echt froh drüber, weil ich habe in der letzten Aufnahme tatsächlich einen Schnitt gemacht, weil ich so dachte nach 8 Minuten oder so, nee, das ist mir jetzt zu doof. Weil ich da halt auch echt dachte, ich muss die Zahlen, wie gesagt, außenrum hinkriegen. Ist anscheinend doch leichter, es so zu machen. Dabei habe ich den Schwierigkeitsgrad ja wieder auf schwierig gestellt. Komisch. Naja gut, ich habe ein Brecheisen und ich habe Nägel. Und dann haben wir hier ein Loch. Meister, schau, ein Loch. Kann Igor es graben? Ja, Igor kann graben mit einer Schaufel. Oder mit einer Kelle in diesem Fall. Was bekommen wir? Einen ekligen Knochen. Das ist nicht so schön. Oh, ein Teil des Schildes. Zwei von sechs, sehr schön. So, mit dem Knochen können wir bestimmt den Hund ablenken. Jo, das. Ach, der ist direkt weggerannt. Na denn. Kommen wir an das nächste Teil des Schildes. Und dann haben wir hier noch einen Werkzeugkasten. Oh, den hatte ich ja noch gar nicht entdeckt. Was haben wir denn hier? Das Schloss auf der Werkzeugkiste ist nicht vollständig. Es fehlt etwas. Dann haben wir schon mal einen Teil zumindest dahin getan. Das ist ja schon mal was. Und dann, genau, in die Werkstatt will ich rein. Tisch. Oh. Ach, da ist das andere Teil der Werkzeugkiste. Ja, dann kann ich das da nicht einfach reinsetzen. Und das Rätsel auch direkt lösen. Ach so, das hatte ich noch nicht gemacht. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich schätze mal alle roten zu roten. Das heißt, ich muss den da hochbringen. Das war jetzt doof. Moment. Machen wir mal so. Nee, machen wir mal so. Noch besser. Düng, düng, düngt.
Dann sind die roten schon mal beieinander. Hier oben kommen die gelben hin. Muss ich die ja erstmal rüberbringen auf jeden Fall. Nee, den gelben lasse ich mal da in der Ecke. Und die hole ich nach oben. Ich hasse das, wenn da immer so einer dazwischen ist. Blöd. So. So ist besser. So ist besser. So, der muss jetzt nach oben. Damit die beieinander sind. Sehr schön. Jetzt nur noch die da. Genau so. Nur anders. Anders. Gott, wie mache ich das jetzt am besten? Das sind immer so die letzten Schritte. Das ist immer, schon immer mein Problem gewesen. Kriege ich den grünen denn darüber? Eigentlich ja so, ne? Oder? So, dass ich den da rüberbringe. Ach, guck mal, ist so alles... Scheiße, ich habe blau und grün verwechselt. Warum sagt mir das denn keiner? Scheiße, und ich denke, ich hab's geschafft. Oh, wie blöd. Wie blöd. Ja, freut euch einen Keks, ihr blöden Dinger. Blau ist schon mal jetzt beieinander. Toll, jetzt sind die da oben aber alle kaputt. Und es war jetzt so schön beieinander. Ach ja, schade drum. So ist das. Alles wieder kaputt. Kriege ich das irgendwie hin? Die blauen wieder in die Ecke mehr. Jetzt aber. Ja, herrlich. Wunderbar. So, was habe ich jetzt hier? Oh. Bekomme einen Hammer. Und das war's. Ne? Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal wieder zurück zum Schloss. Rein in die Gruft. Und ich hier hatte zuletzt die Bretter hier. Die hatte ich schon. Die habe ich jetzt wieder. Möchte ich darauf tun? Nee, Quatsch. Die Bretter. Aber er sagt, die Bretter sind zu lang, um sie hier zu benutzen. Wir sollten sie irgendwo kürzen. Und deswegen gehen wir jetzt hier wieder weg. Moment. Aber da war noch, mit dem Brecheisen können wir hier das hier. Wunderbar. Erde. Wenn ich reisen möchte, sollte ich meinen Sarg vorbereiten. Zuerst benötige ich eine dünne Schicht Erde von diesem Ort. Deswegen tun wir die Erde da rein. Erledigt. So, und dann gehen wir weg. Das geht jetzt alles gerade ein bisschen schneller, weil ich das ja schon gemacht habe. Und die Bretter kürzen wir hier. Tada! So, Szene abgeschlossen. Wunderbar. Dann kommen wir gut voran, Igor. Ja, mein Meister. Gut, die gekürzten Bretter. Die können wir da reintun. Wenn ich diese Bretter festnageln kann, ist der Deckel wie neu. Nägel. Hammer. Fertig! Reisesarg. My coffin has been repaired. I can travel again. Wunderbar. Where to, Master? Van Helsing caused much damage to the crypt door. Though he did not destroy it, he took some pieces with him to London. A human vanity of exposing the trophies collected from his victims. He grabbed the part of the door. A skull. Without it, we cannot enter the crypt of the knights. We must get it back. Okay. London! Igor, fetch his umbrella! Mach das, Igor, mach das. Ich möchte aber noch hier bleiben, bitte. Ach, das ist ja cool hier. Momentaner Schauplatz. An diesem Ort gibt es Aufgaben zu erledigen. Richtig. We are Nein. In the office of my worst enemy. The symbol of the order must be somewhere. Perhaps in the cabinet. Ich bin hier noch gar nicht fertig gewesen. The master will also seek Van Helsing. Ja. No.
I still have not recovered enough. A confrontation with the doctor would be fatal to me. Let us find what we have come for and leave. Ich bin aber noch nicht fertig gewesen. Karte. Ich möchte noch mal zurück, hierhin? Dahin? Wo sind wir denn hier? Hier möchte ich noch mal rein, weil hier ist ja noch der rechteckige Stein. Das klemmt im Mund des Gargoyles fest. Ich bin zu schwach, um dies einfach mit der Hand zu entfernen. Deswegen nehmen wir das Brecheisen und haben zwei rechteckige Steine und können das Fresko damit machen. Das hatte ich noch nicht erledigt, Igor. Daran hättest du mich erinnern können. So, und jetzt müssen wir das Rätsel machen. Und erst dann schaue ich mich woanders um. Ist ja wohl klar, wenn wir hier noch nicht alles erledigt haben. Komisch, dass man dann eigentlich auch schon reisen kann, ne? So, der Mensch muss irgendwo dahin. Bevor ich das wieder hier kaputt mache, machen wir so und so. Das machen wir nach ganz oben. Das ist sowieso falsch. Sieht so verdreht aus. Irgendwie. So ist richtig. Ich habe es natürlich jetzt noch ein bisschen im Kopf, weil ich es ja schon gemacht hatte. Und als ich das ungefähr fertig hatte, ist die Aufnahme halt dann kaputt gegangen. Dass ich gerade so, dass ich den Sarg zum Beispiel fertiggestellt hatte, habe ich gar nicht geschafft im letzten Part. Bin also sehr gespannt, was wir da, wo ich jetzt gerade wieder weggegangen bin, noch so entdecken werden. Nicht, dass ihr denkt, ich langweile mich hier oder es geht alles zu schnell. Nee, nee. Ich habe halt sehr viel Zeit mit dem letzten Rätsel, also mit dem vorletzten Rätsel verbracht und mit diesem Fresko auch, weil ich gar nicht wusste, wo hier was liegen soll. Das ist immer ganz gut, wenn man dann doch manchmal, naja, doch weiß, was zu tun ist. So, das sieht ja ein bisschen falsch hier aus mit dem Bein. Da gehört das hin. Ja, der Flügel ist halt falsch. So soll das sein. Das gehört aber nicht hierhin. Jetzt muss ich das nach ganz hinten bringen. Das sieht nämlich aus wie der Schwanz von diesem Drachen. Der eher darunter gehört. Wo gehört das Stück gerade hin? Ach so, das ist bestimmt vom Pferd hier. Ja, genau. So. Nee. Nee, da soll die Hufe ja auch nicht hin. Das muss ich unbedingt auch mal runterholen. So. Und das hier. Das ist ja auch total verkehrt hier. Oh Mann, ich muss hier so viel mal aus den Ecken rausholen und dann zerstört man wieder so das, was man eigentlich geschafft hat. Ah, okay, das sieht ja aber ganz gut. Ja, okay, das mit dem Bein ist gut. Das muss eher runter. Ja. Ja, nein, da oben. Ah, okay. Ja, das sieht schon besser aus. Das sieht nicht so richtig aus. Das Bein muss da oben mal. Das geht ja gar nicht hier mit den Flügeln. Die Flügel sind so. Das muss hier nach ganz unten. Und das ist der Körper vom Drachen. Den kann ich gleich auch runterholen. So. Ah, jetzt ist das Ding da oben in der Ecke. Ja. Komm her jetzt. Gar nicht lange nachdenken am besten. Was denn noch alles? Nee, das war schon richtig. Piep. Stimmt, das Piepen hatten wir heute noch gar nicht.
Yippie! Bravo, gewonnen! Das ging jetzt ganz gut. Sehr gut. Du hast nacheinander 5 Rätsel ohne Überspringen abgeschlossen. Was verbirgt sich in deinem Verstand? Du hast diese Auszeichnung erhalten. Klinge der Weisheit. Wahnsinn. Hätte ich natürlich wahrscheinlich nicht bekommen, wenn ich es nicht schon gemacht hätte. Aber man soll sich ja nicht selbst untergraben. Die Dorfbewahrer haben die Särge meiner Vorfahren beschädigt. Sie werden dafür bezahlen. Vorn drüber, es darf keiner sehen. Okay. Beschädigten Deck. Hallo? Bin doch gar nicht. Will doch gar nicht. Hab doch nur den beschädigten Deckel nehmen wollen. Genau. Weil das hatten wir das letzte Mal schon gemacht. Komm her. So, zack. Das war einer von 2. Und hier ist ja jetzt voll das Blut, was hier rumplätschert. Das können wir trinken anscheinend. Und dann erhöht sich hier auch so diese Blutleiste. Das ist irgendwie geil und irgendwie eklig. So, das setze ich hier ein. Dann fehlt mir ja noch einer. Wo kriege ich den anderen her? Hatte ich den nicht auch schon? Nee, den hatte ich, glaube ich, doch noch nicht. Gut, dann würde ich sagen, erkunden wir jetzt mal die Karte. Bin ich ja doch schon ein bisschen gespannt. Da waren wir schon, das ist das. Warum ist da jetzt so Blut drauf? An diesem Ort gibt es Aufgaben zu erledigen. Gibt es noch was zu erledigen? Was denn? Habe ich hier noch nicht alles eingesammelt, oder? Eine Statue meines Vaters, halb Mensch, halb Drache, so wie er gern dargestellt wurde. Cooler Vater. Ach, deswegen ist es noch nicht abgeschlossen. Hm, jetzt aber. Und jetzt sagt die Karte das auch nicht mehr. Gut, dann gehen wir hier hin, weil hier sollen wir was tun. Hier war ich noch nicht. Erkunden wir unsere Gegend. Ich weiß, wie wir das Kreuz an dem Schrank loswerden können. Ich muss die Pfeile bündeln und dann werde ich es mithilfe der Armbrust abschießen. Ein goldener Adler? Igor mag mehr Krähen. Spiegel, ich kann nicht weitere gehen, bevor der Spiegel abgedeckt ist. Oh Gott. Bitte schön, Dracula. Jetzt kannst du weitergehen. Ich kann nicht weitergehen. Ich kann nicht weitergehen. Ja, wie bündel ich die denn aber? Kruzifix, ich muss das Kreuz ablösen. Wie denn? Wie mache ich das alles hier? Was kann ich denn jetzt hier machen? Nicht irgendwie. Ich habe nur Teil des Schildes. Damit kann ich doch nichts anfangen. Oder ist hier noch so ein Teil? Und ich habe dann alle 6 und kann damit was machen? Das kann natürlich sein. Ich sehe aber nichts zum Nehmen gerade. Igor! Igor, hilf mir doch mal! Teppich! Reißfester Faden. Oh, die Pfeile bündeln. Pfeile gebündelt. Ab mit in die Armbrust. Geladene Armbrust. Und jetzt schießt du die Kreuze ab. Und nee, ach so, ja, das, ja, das, so geht's natürlich auch. Und ein Wimmelbild. Axt, Fernglas, Geigenbogen. Geigenbogen, Axt, Fernglas. Schlüssel 2-mal. Lupe und Spiegel. Motte, Tabak, Pfeife, Horn. Das nicht, okay. Da. Motte. Motte, Rose, Fell, Schädelmaske, Fell, kleingeschrieben, Fell, Schädelmaske, Schädelmaske, Rose, 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 Pfeil, Tambourin, Weidenzweig. Dieses Ding hier nicht?
Hier sind wieder so eklige Krähenfüße. Da ist ein Weidenzweig. Tambourin und Pfeil. Ist das kein Pfeil? Okay. Wo ist denn hier ein Tambourin? Ein bisschen Stimmung. Schädelmaske auf jeden Fall. Tambourin. Pfeil. Lupe. Spiegel vielleicht auch noch. Rose. Muss man doch auch finden. Rose. Pfeil und Spiegel. Bin mit dem Pfeil gerade so ein bisschen... Der Spiegel, ist das ein Spiegel? Nee. Das ist so ein Stück von seiner Rüstung. Wo ist der Spiegel hier im Glas? Doch auch nicht. Der Teller ja auch nicht. Ich gehe mal wieder mit der Maus lang. Mit meinem Auge nur so einen bestimmten Bereich. Da ist der Spiegel schon mal. Pfeil. Wenn das hier nicht der Pfeil ist, was dann? Ich sehe einen Bleistift. Öllampe, Schere, irgend so ein Stock halt. Ist der hier irgendwo voll getarnt? Der Pfeil? Ich finde den Pfeil nicht. Ich brauche Igor. Da ist ein... Oh, das... Nee, den, der war jetzt echt gemein. Gemein gemacht. Ich habe eine Schädelmaske. Yeah, du hast die Schädelmaske für die Grufttor gefunden. Möchtest du jetzt dorthin reisen? Ja. Die bringen wir da auch noch rein. Dann haben wir alle. Sehr schön. Kriege ich das Rätsel noch schnell hin oder eher nicht? Was soll ich machen? Hallo. Wie geht denn das? Ich kann das... Oh, verloren. Wie denn? Ach so. Ich muss die einfach nur da so rüberbringen. Aber ich darf nichts berühren. Ah! So. Scheiße. Ich bin zu doof. Aber solche Rätsel sind eigentlich ganz cool. Sie haben etwas mit Geschicklichkeit zu tun. Aber das Spiel darf natürlich nicht stocken in dem Augenblick. Wie scheiße. Hör auf zu stocken. Oh, ist jetzt nicht stehen geblieben, das Spiel, oder? Ey, verarschen nicht. Nein. Ja. Das Spiel ist stehen geblieben, Leute. Das war jetzt richtig blöd. Und es bleibt schon wieder stehen. Was ist denn das für eine Kacke? Ja, geh einfach weiter. Damit ich das hier überstehe. Ja, geht doch. Das ist ein guter Anfang. Klicke, um fortzufahren. Oh, toll, dasselbe nochmal. Aber das Spiel darf nicht stehen bleiben. Das geht ja nun nicht. Super. Nur noch eine Runde. Eine schwierige Runde. Oh Gott. Nee, ich muss da lang. Toll. Yeah, der Ausgang ist frei. Wir werden beim nächsten Mal weitergehen und schauen, was uns dort erwartet. Aber Igor sagt schon irgendwie, es ist gefährlich. Und wie gefährlich es wird, sehen wir halt dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.